herzlich begrüßen zu unserem heutigen Podiumsgespräch. Das Thema Zukunft der IT, Zukunft unserer Gesellschaft und natürlich auch Zukunft der Wirtschaft wollen wir heute besprechen. Also für mich zeichnet sich Digitalisierung einmal grundsätzlich durch drei Schwerpunkte aus. Das ist Geschwindigkeit, Komplexität und Menge. Das heißt, immer schneller reagieren zu können, schneller auf Kundenanforderungen reagieren zu können und die Komplexität auf Teile aufzuteilen. Ich denke, es wird sich in jedem Wirtschaftsbereich, in jedem Gesellschaftsbereich das Thema der Digitalisierung in irgendeiner Weise und in irgendeiner Form einbringen. Also das sind ja auch schon wieder Tendenzen, die durchaus zeigen, dass nicht nur die Globalisierung im Fortschritt ist, sondern auch durchaus wieder darum die Regionalisierung. Algorithmen unterstützen uns in der täglichen Arbeit genauso wie im Privatleben. Jeder Mensch, der ein Smartphone hat, ist in Wirklichkeit schon ein bisschen von diesen Algorithmen abhängig. Dass die Privatsphäre gewahrt wird und AI, also Artificial Intelligence, nicht die Kontrolle übernimmt, sondern eher zur Unterstützung für die Menschen da ist. Blockchain ist ja an und für sich eine verteilte Architektur, also ein verteiltes, sage ich, Buch führen. Natürlich werden immer mehr Robotics und Automatisierungs gerade in der IT, gerade auch in der IT auftreten. Das häufigste Phänomen ist, ein Benutzer vergisst das Passwort. Ja? Das kann man automatisiert lösen. Da brauchen Sie kein Human Interface mehr. Ja, Der Faktor Mensch wird nicht so schnell weggehen. Wir werden definitiv Veränderungen im Arbeitsleben sehen und auch im privaten, im persönlichen Leben sehen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Es wird vor allem sehr stark im Unternehmensumfeld dazu führen, dass so Standardtätigkeiten, Standardprozesse, die wir jeden Tag machen, wegfallen werden. Wichtig dabei ist halt, dass man als Mensch die Kontrolle darüber bewahrt und wir neue Unternehmensfelder finden. Entsprechende IT-Strukturen bzw. IT-Unternehmen aufzubauen, benötigt es einfach entsprechende Ausbildung. Das betrifft die Schulen, die Hochschulen und Universitäten, an denen im Endeffekt Themen rund um das Thema Gebiet IT ausgebildet wird, mit der Technologie umgegangen wird und damit die Basis für die Zukunft gesetzt wird für entsprechende IT-Jobs. Ganz wesentlich ist, dass man sich einmal grundsätzlich die Frage stellt, für wen macht man es überhaupt? Also wer braucht das? Nur weil es technologisch möglich ist, heißt das nicht, dass es sinnvoll ist. Ja? Also ganz wichtig ist der Kundennutzen. Ich denke, Agilität und Kundennutzen sind die beiden Erfolgskriterien oder die beiden wichtigsten Dinge in der Digitalisierung. Nur die Unternehmen werden überleben, die schnell Trends erkennen, die schnell Szenarien rechnen können und entsprechend dann auch agieren können, umsetzen können. Früher noch so ein Begeisterungsfaktor war es heute Selbstverständlichkeit. Mit dem gewinnt man keine Kunden. Und was noch wichtig ist bei Usability, ist, es soll möglichst einfach sein und möglichst intuitiv bedienbar. Ja. Ja. Und alles, was einfach ist, ist für die IT meistens sehr komplex. Also man muss wahnsinnig viel im Prozess denken und das dann auch tatsächlich umsetzen. Und das sehen aber viele Leute nicht, wenn es nur die Anwender sind. Aber bei mir hat einer der kreativsten Jobs ist überhaupt. Ich glaube, wir müssen uns halt auch sehr stark Gedanken darüber machen, wie wir unsere Kinder aktuell ausbilden. Ja. Wir müssen sie nämlich, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, auf eventuelle Berufsbilder ausbilden, die es jetzt in der Form noch nicht gibt. Und ich glaube, deshalb heißt es nicht, dass es weniger Menschen braucht, sondern es wird andere Arten von Jobs geben. Es ist uns in Deutschland deutlich leichter, Mitarbeiter zu finden als in Österreich. Sie sind von Frankfurt nach Köln und das ist ohne Probleme. Bringen Linzer oder Oberösterreicher dazu nach Linz zu bringen oder vice versa, das ist ja fast unmöglich. Handschrifterkennung, Spracherkennung, Bilderkennung, das sind jetzt so die Grunddisziplinen, die wir jetzt mal absolvieren müssen. Das menschliche Gehirn ist, glaube ich, schon noch ein Stück voraus. Ja, künstliche Intelligenz und Spracheingabe sind für uns in der Qualitätssicherung ist das ein Schlaraffenland. Es muss immer bei aller Technologie das Wohlbefinden und das Wohlsein der Menschen im Vordergrund stehen. Aber das ist ein dynamisches Umfeld, da müssen wir dranbleiben. Also daraus kann man, glaube ich, lernen.